möchte mit der Konfiguration von Blue Lizard beginnen. Wir brauchen eine stabile 12 Volt Stromversorgung mit 3 Ampere Minimum. Besser sind 5 oder mehr Ampere, das heißt 60 Watt Leistung aufwärts. Der Verbinder ist ein ganz normaler DC-Stecker mit 5,5 mm Außen- und 2,1 mm Innendurchmesser. Durch Schieben des Schiebereglers schaltet man das Gerät ein und dann passiert erst einmal nichts. Der Grund hierfür ist, dass in Blue Lizard ein Minicomputer, ein Raspberry Pi eingebaut ist. Der braucht eine gewisse Zeit, um zu booten. Sollte sich ein Problem ergeben mit der SD-Karte, so liegt Ihrem Gerät auch eine DVD bei mit einer Kopie des Betriebssystems. Wenn Sie eine deutsche Montierung verbunden haben, dann sieht man nach der Willkommensbotschaft hier die Frage, ob das Fernrohr ost- oder westorientiert ist. Das heißt, ob es nach Süden blickt, ob das Fernrohr links oder rechts von der Säule ist. Ist dem nicht der Fall, kann man mit diesem East-West-Button das schnell ändern. Dann zeigt Blue Lizard den Zeitpunkt des Starts und das aktuelle Datum an. Die Konfiguration erfolgt über einen Internetbrowser und hierfür muss man sich zuerst einmal mit dem internen Netzwerk von Blue Lizard verbinden. Das Netzwerk hat den Namen Lacerta, Underscore und eine dreistellige Nummer, die Sie auf der Rückseite des Geräts entnehmen. Das Passwort ist eben auch Lacerta mit dieser dreistelligen Nummer, aber ohne Underscore. Wenn Sie sich verbunden haben, können Sie Ihren Browser aufmachen. Sie gehen einfach auf 192.168.4.1 und dann sind Sie auf dem internen Webserver von Blue Lizard und können hier verschiedene Parameter einstellen. Vor allem können Sie einstellen, mit welcher Steuerungssoftware Sie sich verbinden wollen. Wichtig ist auch die Einstellung der richtigen Motorparameter. Das ist einerseits die Anzahl der Schneckenzahnräder, andererseits die interne Untersetzung, wenn Sie zum Beispiel einen Zahnriemenantrieb haben, kann natürlich auch eine Zahnradverbindung sein. Und schließlich kann man noch die Untersetzung des Planetengetriebes angeben. Wenn Sie kein Planetengetriebe oder keine interne Untersetzung haben, dann geben Sie einfach 1 ein in diesem Fall. 1,8 Grad ist die typische Schrittweite von modernen bipolaren Schrittmotoren. Und Sie können dann für verschiedene Bewegungsgeschwindigkeiten auch die Anzahl der Mikroschritte angeben. Hier empfiehlt es sich für Guiding etc. eher 128stel zu nehmen und für anderes eher schnelleres. Des Weiteren können Sie Ihre Motorparameter einstellen. In diesem Fall heißt das vor allem, dass Sie angeben, wie die Beschleunigungsrampe des Motors sein soll. Der Motor kann nicht sofort auf volle Geschwindigkeit schalten, dann müsste er zu viel Strom ziehen. Und vor allem müssen Sie angeben, was der maximale Motorstrom ist. Das hängt von Ihrem Motor ab. Ich würde empfehlen, zuerst einmal ungefähr 70% der angegebenen maximalen Leistung pro Spule zu verwenden. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel einen 1 Ampere Maximalstrom haben, heißt das, dass Sie 700 mA einstellen. Läuft der Motor sehr laut oder wird sehr heiß, ist der Motorstrom zu hoch, dreht der Motor nicht durch, sondern fällt aus, dann ist der Motorstrom zu niedrig. Das wird jetzt für den Deklinationsmotor wiederholt. Das Muster ist genau dasselbe. Und als nächstes wird der Haltestrom eingestellt. Wenn der Motor steht, muss er unter Strom bleiben und hier verwendet man typischerweise einen geringeren Strom, zum Beispiel ein Viertel des Motorstroms. Des Weiteren können Sie noch das Vielfache der normalen Geschwindigkeit für Slewing, also Go-To-Operationen etc. wählen. Sie können den Meridian Flip ausschalten, zum Beispiel für Gabelmontierungen. Und des Weiteren werden hier noch die Parkpositionen eingestellt. Kurz zur Frage, wie man überhaupt einen bipolaren Schrittmotor verbindet.
bipolare Schrittmotoren haben zumindest vier Drähte, die zu zwei Spulen gehören. Wie findet man jetzt heraus, welcher Draht zu welcher Spule gehört? Zwei Drahtpaare haben fast keinen Widerstand. Wenn zwei Drähte nicht zusammengehören, dann ist der Widerstand zwischen diesen beiden Drähten unendlich. Und diese beiden Drähte nennt man typischerweise A und A' bzw. B und B'. Hier sind sie mit den Pins 1 und 2 und 4 und 5 dieser Mini-DIN-Stecker verbunden. Wenn Sie also ein eigenes Kabel konfigurieren müssen, dann sollten Sie die vier Drähte auf diese vier Pole verbinden. Jetzt kann man natürlich hier Permutationen hervorrufen, dann dreht der Motor in die falsche Richtung. Das können Sie in der Software kompensieren, indem Sie die Drehrichtung des Motors invertieren mit diesen beiden letzten Checkboxen und dann schickt man diese Parameter an Blue Lizard und muss Blue Lizard neu starten. Man kann Blue Lizard rebooten, indem man mehr als 2 und weniger als 5 Sekunden auf diesen Shutdown-Button auf der Rückseite drückt. Dann wird die Software von Blue Lizard neu gestartet, aber das WLAN bleibt erhalten. Drückt man länger als 5 Sekunden auf diesen Knopf, dann wird das System heruntergefahren und man kann es auch sicher nachher stromlos mit dem Off-On-Schalter machen. Nun zur Verbindung mit ASCOM und einem Planetariumsprogramm. Man verbindet den USB-2-Port mit einem Micro-USB-Kabel zum Computer und hat damit einen COM-Port über einen CP2104-Konverter verfügbar. Man braucht also keine zusätzlichen Konverter, der serielle Konverter ist bereits eingebaut und man wählt die serielle Verbindung in den Parametern, weil ASCOM das anders nicht kann. Schauen wir uns jetzt an, wie das mit CastDCL aussieht. In CastDCL können wir ASCOM anwählen als mögliche Verbindung. In der Folge können wir dann den Advanced LX200 Treiber auswählen, der unter der unten genannten Webadresse verfügbar ist. Und hier sollten wir bereits den richtigen COM-Port, über den Windows mit Blue Lizard spricht, sehen. Wichtig ist, dass wir uns überlegen, ob der Treiber oder Blue Lizard den Meridian Flip handeln sollen. Wenn es eine Gabelmontierung ist, ist das natürlich egal. Aber man muss entweder im Treiber oder im Blue Lizard den Meridian Flip disablen. Beides zusammen geht nicht. Hat man sich verbunden, dann kann man das Teleskop an eine bekannte Position führen und zum Beispiel mal über ASCOM und LX200 synchronisieren. Wenn Blue Lizard weiß, wo man sich befindet, kann man natürlich GoTos ausführen. Sollte ein Meridian Flip notwendig sein, dann würde automatisch entweder der Treiber oder Blue Lizard dafür sorgen, dass sich das Teleskop in die entgegengesetzte Richtung über den Polarstern zum Ziel hin bewegt. ASCOM kann man auch mit dem bekannten Scheduler NINA verwenden. Es wird prinzipiell derselbe Treiber verwendet, der Advanced LX200 Treiber. Wenn man sich darauf verbindet, sieht man auch denselben Dialog. ASCOM ist ja eine externe Softwarekomponente. Wieder ist es notwendig, halt die richtigen Settings zu wählen, vor allem eben für den Meridian Flip. Und dann weiß auch NINA, wo sich das Teleskop gerade befindet. Man kann prinzipiell auch über NINA dann Go-To-Befehle absetzen. Was nicht funktioniert, sind die Nord-Süd-Ost-West-Tasten. Das hängt damit zusammen, dass der Advanced LX200 Treiber im Moment diese Funktionalität noch nicht unterstützt. Hier sehen wir jetzt, wie das GoTo ausgeführt wird.
Nina synchronisiert sich wieder und dasselbe kann man auch mit APT machen. Wieder wird der Advanced LX200 Treiber verwendet und verbindet sich drauf. Richtungstasten sind ein Problem, aber Goto und Positionsanzeige sind problemlos möglich. Dementsprechend sollte hier auch ein D-Va-Ring problemlos möglich sein. Im gegebenen Fall fange ich einmal mit Stellarium an. Das Interface ist Indie. Das ist ein Server-Interface, wie es zum Beispiel auch die ACR verwendet. Im Stellarium kann ich diesen entsprechenden Plugin auswählen und ich trage die richtige Adresse hier ein. Das heißt, ich muss Stellarium konfigurieren. Indie ist die Art des Interfaces. Wir geben dem Ganzen einen Namen. Schließlich müssen wir die richtige IP-Adresse angeben. Das ist wieder 192.168.4.1. Und dann können wir vom Blue Lizard, wenn wir denn übers WLAN verbunden sind, die Interfaces abfragen. In diesem Fall ist das der LX200 Basic Treiber. Sagt man OK und drückt auf Connect, dann ist Stellarium, egal auf welcher Oberfläche, es kann Windows, es kann Linux, es kann macOS sein, verbunden. Mit dem Teleskop-Interface, hier drehe ich noch die Darstellungen auf, mit dem Teleskop-Interface kann man dann das Teleskop in Stellarium bereits kontrollieren. Ich habe hier zum Beispiel einen Stern ausgesucht. Hier unten das Teleskop-Interface sagt, dass ich diese Koordinaten übernehmen kann. Und dann kann ich Blue Lizard sagen, dass es dorthin fahren soll. Und das macht es auch. Das heißt, die Position des Teleskops wird auch in Stellarium natürlich wieder gespiegelt. Die Richtungstasten funktionieren leider nicht. Das ist allerdings ein Problem, das nicht am Blue Lizard liegt. Man kann natürlich auch synchronisieren, das heißt, man kann das Teleskop händisch positionieren und dann auf diese Position ein Sync setzen. Und analog funktioniert das auch mit der K-Star-Software, die vor allem auf Linux populär ist, aber auch auf Windows verfügbar ist. Ich werde das gleich nachher herzeigen. Die bekannteste Distribution ist natürlich der Astroberry, auf den komme ich auch noch zu sprechen, aber auch StellarMate funktioniert so. Ich trage wieder einen Namen für meinen Server ein. Die Default-IP-Adresse ist 192.168.4.1 und der Port, den ich angeben muss, ist 7624. 7624 ist der Standardport. Ich verbinde mich und da sind wir auch schon. Das heißt, ich bin über WLAN jetzt mit dem Controller verbunden. Wir sehen wieder, wie sich das Teleskop bewegt. Also diese Koordinaten werden auf den Controller geschickt. Dementsprechend kann ich das Teleskop positionieren oder auch die Position synchronisieren. Das heißt, ich peile zuerst einen Stern an und sag dann der Steuerung, da schaust du jetzt gerade hin. Als nächstes haben wir das Programm Cartes du Ciel oder auf Englisch Sky Chart, das auch sehr populär ist, hier uns angeschaut. Cartes du Ciel kann sich auch über Indie, aber auch über Ascom verbinden. Ich fange hier jetzt einmal mit der Indie-Implementierung an. Und ich kann hier eben angeben, dass ich mich über Indie verbinden möchte. Später werden wir dann auch sehen, wie das über Ascom geht. Es muss wieder die richtige Adresse angegeben werden, 192.168.4.1. Wie man andere Adressen verwendet, dazu komme ich gleich.
Der Standardport von Indy ist, wie schon gesagt, 7624. Und hier sehen wir auch schon, dass angezeigt wird, dass der LX200 Basic Driver verfügbar ist, und den wollen wir jetzt auch aussuchen, und dann verbinden wir uns auf den Indy-Server und es ist eigentlich wieder alles wie gehabt, wie wir es auch schon vorhin gesehen haben. Kann der Steuerung sagen, geh zu der angewählten Position oder synchronisiere auf die Position und dann fahr halt irgendwo hin. Dieses Springen zwischen der angewählten und finalen Position, das ist eine Eigenart von Castisiel. Wie schon gesagt, kann man auch alternative Netzwerke statt dem WLAN von Blue Lizard verwenden. Und die einfachste Methode ist, man verbindet sich über ein Ethernet-Kabel. Das heißt, man geht in seinen Router hinein, steckt ein Ethernet-Kabel in Blue Lizard und den Router, und dann kann man einfach diese zugewiesene Adresse in den Browser eingeben und kommt wieder auf die Parameter-Page von Blue Lizard und kann sich wieder wie gehabt zum Beispiel mit KStars verbinden. Natürlich muss man auch hier jetzt diese neue Adresse eingeben. Dann verbindet sich das Ganze auch. Schauen wir uns an, wie wir uns unter Windows über das Netzwerk mit Blue Lizard verbinden können. Das geht wieder über Indy. Wir wählen das Netzwerk von Blue Lizard an. Oder falls wir ein anderes Netzwerk haben, müssen wir eben uns in demselben Netzwerk befinden, in dem sich Blue Lizard befindet. Und als Beispiel nehmen wir wieder Castisiel her. Hier wählen wir jetzt als Verbindung nicht ASCOM, sondern Indy. Wir müssen die richtige Netzwerkadresse, den richtigen Port 7624 angeben. Wir können abfragen, welche Treiber unter dieser Adresse verfügbar sind und uns verbinden. Wenn wir das gemacht haben, können wir zum Beispiel ein GoTo absetzen. Wir werden sehen, wie sich das Fernrohr wieder ins Bildfeld zurückbewegt hier. Castisiel ist nicht der einzige Indy-Client unter Windows. Wir haben auch zum Beispiel KStars. Allerdings ist in KStars die Treiber-Suite von Indy nicht verfügbar. Das heißt, wir können nur auf den Server zugreifen. Look and Feel sind allerdings vollkommen ident, wie wir es gerade schon gesehen haben unter Linux. Wir verbinden uns auf den Server. Da haben wir auch schon die Position des Teleskops korrekt dargestellt. Können wieder GoTo und Sync Commands absetzen. Ein sehr wichtiger Indy-Client unter Windows ist Stellarium. Stellarium hat eine sehr schöne grafische Darstellung von Sternbildern etc. und unterstützt ASCOM nicht. Sehr wohl aber Indy. Das heißt, wir verbinden uns über den passenden Plugin, den man beim Start laden sollte. Wie gehabt müssen wir heute den richtigen Treiber, LX200 Basic, die richtige IP-Adresse und den richtigen Port angeben. Dann sehen wir auch, dass dieser Treiber auf diesem Server verfügbar ist, am Blue Lizard laufend.
Und wenn wir jetzt das Teleskop kontrollieren wollen, öffnen wir den passenden Dialog. Eine Koordinate oder ein Objekt kann angeklickt werden, man überträgt dann die Koordinaten in diesen Dialog und setzt einen Go-To-Command ab. Wenn man fertig ist, kann man sich auch wieder vom Indie-Server abmelden. Und besonders interessant ist diese Option in Kombination mit Kleinkomputern, das heißt eigentlich Raspberry Pi-basierten Lösungen. Eine bekannte Lösung ist Astroberry, frei verfügbar. Wir müssen Blue Lizard in den Indie-Modus versetzen. Wir müssen das Astroberry WLAN abdrehen und uns auf das Netzwerk von Blue Lizard verbinden. Indie muss aktiviert sein und dann können wir KStars oder Castishell auf dem Astroberry starten. Geht wie gehabt in den passenden Dialog, gibt den richtigen Port 7624 ein und die richtige IP-Adresse defaultmäßig 192.168.4.1. Verbindet sich und dann erscheint auch schon die Position des Teleskops in KStars. Astroberry läuft hier auf einem Raspberry Pi 4 mit 4 GB Hauptspeicher. Interessant ist natürlich auch die ACR. Auch die ACR basiert auf Indie. In diesem Fall wählen wir aber die serielle Verbindung. Das heißt, wir setzen die Parameter auf seriell und verbinden das ACR über den USB-2-Port, so wie bei Ascom, mit dem USB-2-Port von der ACR und wählen eine serielle Verbindung mit 9600 Baud. Und dann redet auch die ACR anstandslos mit dem Blue Lizard. Der Treiber ist wieder der LX200 Basic Treiber, auch ACR basiert auf Indie. Hier allerdings nicht über das Netzwerk. Nächste Verbindung, Sky Safari. Wenn wir uns auf dem Tablet auf das Netzwerk von Blue Lizard verbinden, Sky Safari starten, wir brauchen die Plus- oder Pro-Version. Wir wählen den einfachen LX200 Treiber, setzen den Port auf 5001 und die IP-Adresse von der 192.168.4.1. Dann sehen wir auch schon, wie wir das Teleskop über Sky Safari bedienen können. Sind auch die Richtungstasten funktionieren hier. Das heißt, man hat auch eine Art Handbox zur Verfügung. Analog funktioniert das natürlich auch am Handy. Wenn man Sky Safari am Handy, hier an einem Android-Handy, installiert hat, die Version Plus oder Pro hat, kann man in den Settings die richtige Einstellung wählen. Verbindet sich über LX200 Classic und Wi-Fi und über den Port 5001. Direkt mit Blue Lizard. Indie ist hier nicht notwendig, das ist eine direkte Verbindung. Die muss man auch in den Parametern einstellen. Also man muss in den Parametern sagen, dass man eine Verbindung über Sky Safari haben möchte.
Dann kann man auch über das Handy das Teleskop mit Richtungstasten, Go-To und Synchronisationsbefehlen steuern.